Ach so, hier muss ich die Zugbrücke runterlassen. Okay. Also wir machen die beiden Wurok-Lager platt, geben noch das Amulett ab, kassieren dafür nochmal Geld und dann ziehen wir weiter. Ja. Guter Plan, oder? Das erklärt jetzt auch, für was das Ding hier gut ist. The bridge is down. It's safe to go now. Die Brücke ist unten. Hier können Sie nun sicher passieren. Ich glaube, das sehen die Woroks da vorne anders. Go where? Good. Granweg braucht zum Wachsen meine Hilfe. 200 Nahrung, ha. Well? Well, we don't know. Ich könnte bei den Briganten die Nahrung wieder abkaufen und sie Granvik geben. Catch this. Kill whom? Catch this. Good. Okay, ich habe keine Ahnung, Well, we ob der don't know. brennende We're Bogen almost uns auch there. schadet. We're almost there. Well, we don't know. So, in dem Wurok-Lager war schon mal Essen drin. Well, kill whom? Here we are. Das geben wir mal ruhig dir. Das Essen behalten wir bei Oh. euch. Vielleicht ist in dem anderen Wurok-Lager auch noch was Essbares. Große Woroks, oh. That's all. You're a dead man. Ha! Autsch. We're almost there. Lager des großen We're Wurms. almost there. Okay. We're almost there. Ha! Kill whom? Go where? At your service. Kill whom? Okay, das tut weh. All right. Also werde ich den Trupp noch mal auffüllen müssen. All right. Okay, noch mehr Nahrung und Aha, as you wish. Holz. So. Aha. Ich kann aber schon mal jetzt. Ich wollte wieder Magie steigern, da sehe ich mehr. Eigentlich hauptsächlich deswegen. So, jetzt bin ich nämlich Lehrling.
So, das Lehrling. Also erstmal mehr Schaden und mehr Abklingzeit. Und dann Schnellzauber. Also ja, da, die müssen wir lernen. Mana-Strom. Blitz. Ich hätte aber gern Heldentum. Erhöht die Stufe um 1 und fügt Lebenspunkte hinzu. Den Zauber hätte ich gern und hätte ihn auch gerne da drin. As you wish. All right. Genau. Aha. Aha, aha. All right. So, 200 Nahrung und das Zyklopenauge. Coming. Good. Mein einer arme Bauer fühlt sich sicherlich ganz verlassen. Aber ja, der Zauber kostet 200 Mana schon. Das heißt, als nächstes sollten wir mal wirklich Mana steigern. Dann können wir nämlich die Effektivität meiner der Zauber steigern und wahrscheinlich die vielleicht eher den Illusionist. Wäre auch nicht verkehrt. Ich weiß nicht, ob ich Diplomatie noch steigern möchte, ehrlich gesagt. Die Sachen hier sind zwar sehr nett, aber ob wir mehr als 6 Bevölkerung, das Maximum ist ja 10 in diesem Teil, weil wir maximal immer nur 5 Punkte pro Disziplin reinstecken können. Gucken wir mal. Kampffähigkeit möchte ich auf jeden Fall vergeben. Weil zum einen möchte ich den Wächter besser machen und die Treffsicherheit meiner Einheiten. Aber ja, da Farron eher ein Magier ist. Ich aber immer noch nicht weiß, wann er Naturmagie lernt. Außer das ist ein Tippfehler und es heißt, wir haben Energiemagie. So, die Nahrung weg. Das Zyklopenauge weg. Was bringt mir das Zyklopenauge eigentlich? Sichtreichweite, das ist nicht so wichtig jetzt. Na komm, kaufen wir noch einmal diese Schriftrolle. Warte, Granvik ist nochmal gewachsen. Nee. Sah nur so aus. Aha! So. Dann geht's hier rüber. Truppen nachkaufen noch einmal. Und ja, da sind wir mit der ersten Mission endlich fertig. As you wish. Wir sind ja jetzt schon gut 2 Aufnahmesessions hier drin. Also mehr kann es in dieser Mission einfach nicht geben. Weil wir haben alles abgeklappert. Wir haben alle Missionen gemacht. Haben sogar Level 4 erreicht. At your service. Coming. So. Das heißt, wir folgen denen zurück. Gucken mal, was haben wir sonst noch so im Zauberbuch? Also für die nächste Zauberstufe müssen wir erst Adept werden. Ich habe keine Ahnung, wann das geschieht. Weil hier steht nichts dabei, dass wir Adept werden. Wenn wir das auf 3 bringen.
Ja, ich würde gerne als nächstes wirklich mal wissen und dann meine Kampffähigkeit steigern. Oder vielleicht sogar andersrum. Erst die Kampffähigkeit, dann das Wissen. Geld ist im Augenblick kein Problem. Die Rolle habe ich benutzt, ja. Na gut, wie gesagt, vielleicht haben wir Glück und in der nächsten Mission gibt es noch irgendwo eine Taverne, also eine Schenke oder ein Brigantenlager, wo wir unsere Truppen nachrüsten und upgraden können. Wenn nicht, dann ist das ein bisschen ärgerlich. Weil man sieht, wir haben jetzt diese ganze Mission hier gemacht und wir haben nicht wenig gemacht in der Mission, also auf dieser Karte. Wir haben wirklich alles mitgenommen und unsere Schwert-Nahkämpfer sind immer noch auf ihrem Grundtyp, also dem Bauerntyp. Beziehungsweise sind Milizen, gell? Ja, Miliz. Miliz und Jäger. Also ja, die Jäger haben wir zur... Die Jäger haben wir zu Schützen ausgebaut. At your service. Aber ja. Good. Unsere Bauern noch nicht zu Schwertkämpfern. Good. Good. Wir haben aber schon mal die erste Mission geschafft. Uh-huh. Das ist gut. We have a long road ahead. Let's move. Und das hat uns ein paar Erfahrungspunkte gebracht. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Lasst uns aufbrechen. Sieg. Hauptmenü oder fortfahren? Naja, fortfahren würde ich sagen. Der Weise. Das Böse aus alter Zeit regt sich im verzauberten Tal und es ist die Pflicht eines Magiers, es aufzuhalten. Aber in keinem Buch und auf keiner Karte steht, wo er es sich aufhält. Vielleicht kennt der Goblin-Weise den Weg. I'm glad this exhausting trip over the mountains has finally come to an end. I can see the town ahead. We'll rest there and talk to the sage. Ja. Also es gibt zwei Städte. Briel und Garnak. Aber ansonsten sehe ich hier erstmal noch nichts. Halt! It's dangerous to walk here. Also es ist gefährlich, hier lang zu gehen. You'd better leave quickly. Do you feel the tremor? The earth may split and pour out streams of molten lava. Ihr solltet schnell von hier verschwinden. Spürt ihr die Erschütterung? Die Erde könnte aufbrechen und geschmolzene Lava ausspucken. But we must get to Garnak, by all means. Aber wir müssen unbedingt nach Garnak gelangen. Take the roundabout way over the mountains. Watch out for cave monsters. Nehmt den Weg über die Berge und haltet nach Höhenmonstern Ausschau. Mhm. Also dich kann ich erstmal auflösen. Good. Also hier kommen wir nicht durch. Good. Wir kommen nur hier oben vorbei. Aber ja, hier oben gibt's Monsterhöhlen. Und nicht wenige. We're almost there. We're almost there. Ja, die Goblins sind fleißig hier. Oh, Höhlenmonster. Coming. Well? Aim. Ja, Garnak bittet um Hilfe. Mhm. So wie es aussieht, sogar mehrfach. Aha. Das hier sieht aus wie ein Orklager.
Aber wir können nicht angucken, was es ist. Bewegst du dich mal da hinten? Ja, bring die Karawane in die Stadt. Die Karawane muss gar nicht unversehrt erreichen, sonst werden sich die Goblins weigern, mit uns zu reden.